So, hier war es ja lange Jahre Brache. Und deswegen steht hier dieser grüne Pflaum. Ein Fuchsschwanz. Das ist jetzt schon die zweite Runde. Hier mit dem Scheinsaatbett. Und das ist ja jetzt kein Problem, den zu beseitigen. Und dann kommt hier noch ein drittes Mal mit der Aussaat oder vorher nochmal. Und na gut, das macht eben der Allrounder. Wir hatten uns das hier schon mal angesehen, Scheinsaatbett extrem. Hatte ich das damals genannt, das war das erste Mal nach der Brache. Also wichtig ist, früh flügen, zurecht machen, gleich und dann eben ja, keimen lassen. Immer wieder keimen lassen und beseitigen. Und dann sind die kleinen Pflanzen hier unscheinbar verschwunden. Das ist so die Funktion Scheinsaatbett. Und hier liegt halt eine Menge Samen vor. Das sieht man ja hier, das Grüne, das ist alles Fuchsschwanz. Jetzt war hier also Brache viele Jahre. Dann war einmal Zuckerrüben, einmal Weizen. Und jetzt soll der zweite Weizen folgen. Da müssen wir mal sehen, wie das hier so wird. Also es wird jedes Jahr etwas weniger Fuchsschwanz durch diesen Effekt. Jetzt hier was wächst, das verschwindet. Dann wächst es nochmal, verschwindet wieder und nochmal. Das ist natürlich ganz anders, als wenn ich direkt zur Saat flüge oder bearbeite, habe dann den Fuchsschwanz und kriege ihn dann mit der Chemie nicht weg. Das ist also das Funktion, die Funktion Scheinsaatbett.